Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Black Mirror 2 mit eurem Gabrasaru. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass wir wohl einer der letzten Gordons sind, die noch verbleiben. Und unser großes Ziel ist jetzt, 3 Mosaikscheiben zu finden, um das Stein, den Steinsockel irgendwie in Gang setzen zu können, das Tor zu öffnen, die Seelenschlüssel an uns zu reißen und den Fluch ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist nur, dass der blöde Rabe diese blöde Mosaikscheibe wohl hat. Ach so, jetzt hat er noch was gesagt. Ich wollte eigentlich nur so einen Doppelklick machen, damit ich mich schneller bewege. Aber es scheint wohl so, dass dieser, der Rabe diese Mosaikscheibe hat. Heißt also für uns, wir müssen irgendwie einen Weg... Ach, er läuft automatisch hier hin. Ich hab geahnt, dass mein Weg mich irgendwann hier... Okay. Hört. Ich werde herausfinden, wer mein Vater ist. Ich werde die Mosaikscheiben finden und ich werde Angelinas Tod einen Sinn geben. Aber ich muss verdammt vorsichtig sein. Laut Angelina könnte mindestens einer der Schlossbewohner zum Orden gehören. Vielleicht kann ich herausfinden, wer es ist. Okay, ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir direkt hier zum Schloss hinlaufen. Aber ja, why not? Dann suchen wir hier erstmal die 2 Mosaikscheiben. Das Schloss am Briefkasten scheint beschädigt zu sein. Lea. Ach, schade. Lea. Oh Gott, dadurch, dass ich es öfters anklicken kann, heißt es wohl, über kurz oder lang wird da irgendwann ein Brief drin sein. Die Streben an dieser Tür sind stark verwittert. 2 sind sogar durchgerostet und an den unteren Enden nicht mehr mit dem Türrahmen verbunden. Keine Chance. Nee? Die Streben sind zwar nur noch an einer Seite mit dem Rahmen verbunden, aber sie sind widerstandsfähiger, als ich dachte. Schade. Nee. Ich mache mir das gute Einbruchswerkzeug nur kaputt. Ich brauche was Größeres. Ich denke nicht, dass ich bei dieser Tür mit Geschick weiterkomme. Hab ich denn das Messer? Nein, das Messer nutzt er leider auch nicht dafür. Vielleicht kann ich aber hier an dem Tor die Schlösser öffnen. Vor ein paar Tagen hätte ich mir nicht träumen lassen, vor diesem Tor zu stehen. Es sieht genauso aus wie auf dem Foto. Es wirkt beinahe, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Das Tor ist verriegelt und aus massivem Eisen. Da gibt es kein Durchkommen. Okay, dann nicht. Dann müssen wir uns dann doch tatsächlich die Nymphen alle anschauen und hoffen, dass da was abbricht, mit dem wir... In England scheint man etwas lockerer mit Nacktheit umzugehen. Zu genau muss ich mir das aber trotzdem nicht ansehen. In England scheint man etwas lockerer. Wenn der doch aber... Ach, ich kann die noch öfters anklicken. Also heißt es doch, dass ich mit den Dingern irgendwas machen kann. Die Steinfigur zeigt eine nackte Frau. Eine Nymphe. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Die Steinfigur zeigt... Okay, dann gucken wir uns noch die letzte an. Diese Steinfigur und die andere sehen fast identisch aus. Ich sehe nichts, was von Interesse sein könnte. Nein, da oben vielleicht drin. Diese Steinfigur. Hau drauf, nimm den Schlüssel. Ach, schade. Irgendwo muss ich doch jetzt was finden, um das Schloss zu öffnen. Also nicht das Schloss, sondern das Schloss. Also die Schlösser halt. Das Schloss sieht verdammt düster aus. Da helfen auch der verwilderte Garten, der feuchte Nebel und meine augenblickliche Gemütslage nicht. Vermutlich umschließt der Zaun das gesamte Schlossgelände. Die Aristokraten in diesem Land pflegen keine Kultur der offenen Tür. Nymphe und Briefkasten. Schade, 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 schade. Es ist nur die Nymphe. Und ich habe nichts, um... was mit den Nymphen zu machen, aber wieso kann ich die ganze Zeit anklicken? Ich schaue sie mir noch einmal an. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Die Steinfigur zeigt eine nackte Frau. Ich habe dann gedacht, dass er da doch einen Schlüssel findet. Zu genau muss ich mir das aber... So, und das Schloss, das kriege ich ja hier leider nicht auf. Keine Chance. Die Streben sind zwar nur noch an einer Seite mit dem Rahmen.
Keine Chance. Ja, ich dachte, mit einem Rechtsklick würde das Ganze anders aussehen. Vielleicht nochmal einmal im Briefkasten nachschauen. Leer. Aber der ist leer. So, dann heißt es... Im Dorf warten keine Antworten Nein. auf meine Fragen. Höchstens eine Meute Ordensmitglieder. Ich bleibe vorerst hier. Also, jetzt aber mal, also jetzt mal ehrlich, das ist schon wieder was, ne? Das, sowas liebe ich, das finde ich immer ganz toll. Briefkasten, hier unten sind die Streben, dann das Schloss. Vielleicht gibt es hier etwas Special, einen Special Platz zum Drücken. Vielleicht laufe ich einfach wieder über die Wiese und da ist noch ein Ast zu finden. Dort im Gebüsch liegt ein armdecker Ast. Sieht stabil aus. Den nehme ich mit. Oh, Gott sei Dank. Also ich finde das jetzt eigentlich gut. Orange. Er kann erst kürzlich von einem der Bäume abgebrochen sein. Vielleicht bei dem Unwetter gestern. Also ich finde das gut, dass man jetzt nicht nochmal durch die ganze Stadt laufen muss, um dort einen Gegenstand zu finden, sondern dass jetzt hier ist, weil... Mit diesem Ast als Hebel sollte es funktionieren. Irgendwas musste man ja jetzt zwangsweise finden. Jawohl, MacGyver ist back. Das war's. Hey, wie kommen Sie hier rein? Das Tor war offen. Ja? Ich drehe dem Gör den Hals um. Ich habe ihr 100-mal gesagt, dass das Tor immer verschlossen sein muss, wenn wir keine Strolche hier auf dem Grundstück haben wollen. Wenn Sie damit auf mich anspielen. Ich bin kein Strolch. Ich bin Polizist. Was Sie nicht sagen. Dann haben Sie doch bestimmt einen Ausweis. Ich, Kann ich behilflich sein, Sir? Ja, wie cool. Ich habe Herrn... Louis, werter Herr. Für euch einfach Louis. Sie übernehmen das Bett? Wunderbar. Ich finde cool, dass auch, glaube ich, die gleichen Stimmen da sind. Und Louis ist da, Bates ist da, cool. Ich mein Name ist das richtig nostalgisch. Ich ermittle in einem Mordfall, der sich gestern Abend am Leuchtturm zugetragen hat. Ich habe davon gehört. Fürchterliche Sache. Aber sagen Sie, Ihr Akzent? Ich bin Teil eines Austauschprogramms. Gehört Bates dazu? Die Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien tauschen Ermittler aus, um von den jeweils anderen Ermittlungsmethoden zu lernen. Sherlock Holmes meets Dick Tracy, sozusagen. Wenn die Regierung es für nötig hält. Was ist denn mit dem Herrn Inspektor Collier? Sollte er Sie nicht begleiten? Der ist krank heute. Verstehe. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wie kann ich Ihnen dienen? Sie können... Aber vor allem, woher soll bitteschön Bates wissen, dass es am Leuchtturm vor allem einen Mord gab? Da gab es doch nur ein Feuer. Verdächtig, verdächtig, Bates. Was können Sie mir zu Samuels Geist sagen, den einige Touristen gesehen haben wollen? In der Tat wollten einige Touristen ihn gesehen haben. Doch seit 12 Jahren ist hier nichts Ungewöhnliches passiert, abgesehen davon, dass die Touristen das Schloss zeitweise nahezu belagert haben. Jetzt nicht mehr? Nein. Obwohl, erst vorgestern war ein Ehepaar hier, um sich das Schloss und den angeblichen Geist anzusehen. Da Sie vorher höflich gefragt haben, habe ich Ihnen erlaubt, sich im Garten umzusehen. Aber fündig geworden sind Sie sicher nicht. Es gibt hier keine Geister. Das lassen Sie mal meine Sorge sein, Bates. Dieser Louis macht einen recht schroffen Eindruck. Er ist Waliser. Aha. Er hat seine Herrin, Lady Eleanor, begleitet, als sie nach dem Tod ihres Mannes hierher gezogen ist. In Wales hat er sich um den Garten ihres Schlosses gekümmert. Damals legte er wohl noch eine andere Arbeitsmoral an den Tag. Lady Eleanor besitzt ein Schloss in Wales? Gewiss. Vor einigen Jahren gab es einen schrecklichen Unfall, bei dem ihr Mann Sir Richard gestorben ist. Kurz danach ist sie hier eingezogen.
Interessant. Ach ja, stimmt. Ich habe ja auch ganze Zeit Eleanor in Verdacht. Dann wäre es aber nicht nur Eleanor, sondern Bates zusätzlich. Wahrscheinlich steckt hier die ganze Clique darunter, weil sie das von vor 12 Jahren mit dem Samuel nicht nochmal erleben wollen. Ein Zeuge hat am Tatort einen ungewöhnlichen schwarzen Wagen gesehen. Was meinen Sie mit ungewöhnlich? Im Besitz der Familie Gordon befindet sich ein klassisches englisches Automobil aus den 30er Jahren. Ungewöhnlich genug. Waren Sie mit dem Wagen heute Morgen an den Klippen? Die Ladies sind heute nicht ausgefahren. Und ich glaube auch nicht, dass Louis den Wagen genommen hat. Fragen Sie ihn. Er kümmert sich um den Wagen, wenn schon nicht um den Garten. Sie sprachen eben von Ladies. Lady Victoria, die Besitzerin von Black Mirror Castle, und Lady Eleanor, eine Verwandte aus Wales. Die Ladies sind die letzten der Gordons und stehen dem Schloss vor. Kann ich mit den Damen sprechen? Ich würde es bevorzugen, sie nicht aufzuregen. Lady Victoria ist eine Dame reiferen Alters. Aber ein paar Worte sind doch sicherlich okay. Was immer es zu bereden gibt, können Sie auch mit mir bereden. Ich bin seit über 70 Jahren bei den Gordons beschäftigt. Ich kann Ihnen alles sagen, was Sie wissen müssen. Das ist ein erstaunliches Anwesen hier. Ein geschichtsträchtiger Ort, in der Tat. Leider hatten die Geschichten häufig mit Blut, Tod und Unglück zu tun, wie man hört. Die Familie Gordon wurde häufig geprüft. Das ist richtig. Verzeihen Sie, wenn ich das so sage, aber das Schloss macht nicht den besten Eindruck. Ich wüsste nicht, was das mit Ihren Ermittlungen zu tun hätte, Mr. Falk. Diese Frau wurde ermordet. Kennen Sie sie? Sind Sie sicher, Sir? Leider ja. Ihr Name ist Angelina Morgan. Sie scheinen sie zu kennen. Kommen Sie, Sir. Wir müssen das den Ladies zeigen. In Ordnung. Ja, genau. Auf einmal sollen wir das den Ladies zeigen. Bis jetzt waren sie ganze Zeit noch olala und ganz unnahbar. Einen Augenblick, und Sir. Auf einmal sollen sie darüber an. Informationen kriegen über Angelina Jolie. Über Angelina Jolie. Wie doof. Der sieht wieder Geister, der dreht schon wieder durch. Wie bescheuert. Mr. Falk, oh, nein, die ich Ladies mein... haben Zeit für Sie. Ich meine natürlich Falk? Angelina Geht Morgan. Geht es nicht gut? Oh Gott. Oh, war das gut. Oh, doch, danke. Ich hatte etwas oh, wenig Schlaf. Herrlich. Lady Victoria? Lady Eleanor. Mein Name ist Inspektor Falk. Ich untersuche einen Mordfall. So, Bates jetzt aber meint, hier. Sie hätten ein Foto des Opfers. Ganz recht. Kennen Sie sie? Wie ist Ihr Name? Angelina Morgan. Ich kenne sie nicht. Wenn das nun alles war... Ein paar Fragen hätte ich schon noch. Ist schon gut, Bates. Wir werden selbstverständlich mit der Polizei zusammenarbeiten. Fahren Sie ins Dorf und erledigen Sie, worum ich Sie gebeten habe. Ich bin mir sicher, der Inspektor wird uns Gesellschaft leisten. Sehr wohl, Madame. Die hört sich aber schon irgendwie ein bisschen also, anders an, die Vicky. Wie können wir der Polizei behilflich sein? Das fand ich zum Beispiel im ersten Teil, glaube ich, ein bisschen besser. Da war sie wirklich so boah, alt und schleppend und hat sich langsam bewegt. Und jetzt scheint sie echt irgendwie ein bisschen arschig zu sein. Sie schien das Bild der Toten unbedingt sehen zu wollen. Und auch Bates' Verhalten war auffällig, als ich ihm das Bild gezeigt habe. Sind Sie sicher, dass Sie die junge Dame nicht kennen? Ganz sicher. Wir sind nur besorgt. Der Mord geschah ja hier ganz in der Nähe. Nicht der erste. Da haben Sie leider recht. Es ist nun... Es ist 12 Jahre her, verstehen Sie? So viele Jahre und jetzt geschieht ein neuer Mord. Erzählen Sie mir von der Mordserie von vor 12 Jahren. Nein, das hat nichts mit diesem Verbrechen zu tun. Lassen Sie sie damit in Ruhe. Beschränken Sie sich auf den aktuellen Mordfall. Das ist schon schlimm genug.
Ach, das ist das Feuer, was ganze Zeit klippert, weil ich habe ganze Zeit gedacht, ihr Häkeln oder Stricken macht den Ton, aber es ist das Feuer und das nervt. Ganze Zeit klick, 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 klick. Boah! Schnell das Gespräch hier beenden. Ihr Butler Bates scheint sich um Sie zu sorgen. Er ist seit Jahrzehnten unser Butler. Er ist so etwas wie die gute Seele des Hauses. Er sieht es als seine höchste Pflicht an, alles für mein Wohlergehen zu tun. Auch wenn er dafür sein eigenes Wohlergehen aus den Augen verliert. Ist er krank? Ich befürchte, ja. Wir haben ihm schon oft angeboten, sich hier bei uns zur Ruhe zu setzen, aber er lehnt es strikt ab, seinen Pflichten nicht mehr nachzukommen. Seit kurzem haben wir eine Haushaltshilfe, die ihm zumindest ein wenig zur Hand geht. Dürfte ich mich hier im Schloss umsehen? Ich würde auch gerne noch einmal mit Louis sprechen. Natürlich. Wir haben nichts zu verbergen. Bleiben Sie so lange Sie wollen. Halten Sie sich nur von den Privaträumen fern. Das versteht sich von allein, Madame. Ich werde ganz sicherlich mich von den Privaträumen fernhalten. Und jetzt quatschen wir erstmal nochmal mit der Eleanor, weil sie hat doch bestimmt auch irgendwas. Vor allem, das ist die alte Dame, die garantiert den Mord an uns. Ach, das gilt es auf jeden Fall noch zu beweisen. Sie leben erst seit einigen Jahren hier, Lady Eleanor? Das ist richtig. Nach dem Tod meines Mannes wollte ich nicht alleine in dem großen Haus wohnen bleiben. Also sind Sie zu Ihren Verwandten nach Willow Creek gezogen und haben Louis gleich mitgebracht. Louis war unser Gärtner in Wales. Er ist manchmal etwas schwierig, aber ich brachte es nicht übers Herz, ihn zu entlassen. Ich habe ihm angeboten, mit hierher zu kommen und sich hier um den Garten zu kümmern. Was er aber nicht zu tun scheint. Nun, er hat es nicht gut verkraftet, seinen Garten, seine Heimat in Wales verlassen zu müssen. Oder das Spiel will uns absolut auf eine falsche Fährte locken. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das Spiel uns jetzt suggerieren möchte oder zeigen will, wir sind, also die Eleanor, das ist die Übeltäterin. Aber höchstwahrscheinlich ist sie das gar nicht. Aber ich will gerne wissen, wer von diesem Schloss in Wales wusste und wie Angelina dorthin kam. Erzählen Sie mir von Ihrem Anwesen in Wales. Es ist ein schönes Schloss. Nicht so groß und alt wie dieses hier. Seitdem wir weggegangen sind, war ich nicht mehr dort. Ich befürchte, es wird in keinem guten Zustand sein. Und auch der Sumpf wird sich ausgebreitet haben. Es ist schrecklich. Ich könnte es nicht ertragen, unser Zuhause so zu sehen. Wir hatten glückliche Jahre dort. Wann ist Ihr Mann gestorben? Vor einigen Jahren. Sir Richard, mein Mann, war Wissenschaftler. Er hat in einem Gartenhaus experimentiert. Halb im Scherz meinte ich immer, er würde sich eines Tages noch selber in die Luft jagen. Ich hatte aber nicht wirklich geglaubt, dass es genau so kommen würde. Ich verwette meine rechte Hand, dass ich in Lady Eleanors Schloss gefangen war. Es passt alles genau zusammen. Und der Anruf damals lässt darauf schließen, dass das Schloss nicht zufällig gewählt wurde. Ob sie ihr altes Anwesen dem Orden zur Verfügung gestellt hat? Wer weiß, wer weiß. Und mit Blick auf die Uhr und mit Blick auch, dass wir hier auf jeden Fall noch zwei Gesprächsoptionen haben, bedanke ich mich auf jeden Fall erst einmal fürs Zuschauen und hoffe einfach, dass ihr morgen wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Black Mirror 2 mit eurem Gabor Asaro und wir sehen uns morgen. Bis dahin und ciao.